Battletoads, das Franchise kannte damals glaube ich jeder und schwamm mit im Hype rund um die Turtles mit. Sie starteten als Videospielfiguren und wurden mehr. Natürlich haben sie auch ihren Weg auf den Game Boy mit diversen Titeln geschafft. Wie schlägt sich dieser? Was taugt Battletoads für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde vom englischen Entwickler Rare programmiert und von TradeWest bei uns in Europa 1992 veröffentlicht. Neben der Game Boy Version gibt es noch etliche andere, unter anderem auf dem NES, den Game Gear und sogar dem Amiga CD-System. Das Spiel ist im Kern natürlich ein klassischer Brawler, nicht umsonst zählt die Serie zu einer der großen des Genres. Ihr steuert eure Kampfkröte von links nach rechts durch die Level und schlagt auf alles ein, was sich euch im Weg stellt. Ihr könnt springen, in alle vier Richtungen laufen und schlagen. Natürlich sind Sachen auch kombinierbar und so ist der Schlagsprung schon fast übermächtig. Die Steuerung ist dabei simpel, geht aber durchaus in Ordnung. Die Gegner sind sehr vielfältig geraten. Wenn alle Level so ablaufen würden, wäre das Spiel natürlich sehr schnell eintönig. Das wusste anscheinend auch der Entwickler und daher ist im Prinzip jedes Level vom Ablauf her etwas anders. Während wir im ersten Level klassisch durch die Gegnerhorden flügen, ist der zweite Level plötzlich ein seitwärts scrollender Shooter oder im vierten Level heizt ihr mit einem Jetski über einen Fluss. Eine sehr schöne Idee, die das Spielprinzip sehr gut auflockert. Und dabei eine gute Nachricht, die Stellen sind nicht so frustrierend wie der berühmte Speederbike-Abschnitt des NES-Titels. So kämpft ihr euch also durch die insgesamt 9 Level, die natürlich immer schwerer und schwerer werden. Während die ersten Level noch relativ locker zu bewältigen sind, zieht der Schwierigkeitsgrad später dann doch extrem an. Am Ende jedes Levels erwartet euch natürlich immer zur Krönung ein Boss. Zusammengefasst wird euch hier ein durchaus solides und abwechslungsreiches Brawler-Spiel geboten. Das Kampfprinzip hätte meiner Meinung nach etwas variantenreicher sein können. Klar, hat man nur 2 Knöpfe zur Verfügung, aber durch die Kombination wäre da sicherlich noch etwas mehr drin gewesen. Durch die Vielfalt bei den Leveln fällt das Ganze aber nicht so sehr auf und wird daher auch nicht so schnell langweilig. Die Grafik steht für so einen so frühen Titel sehr gut da. Alles ist schön gestaltet und die Animationen sind liebevoll umgesetzt. Auch die Level haben jeweils einen ganz eigenen Look und es wurde nicht viel recycelt. Der Sound, der hätte meiner Meinung nach etwas besser sein können. Die Musik dudelt angenehm vor sich hin und untermalt das Spielgeschehen sehr schön, ist jetzt aber natürlich nichts Besonderes. Was taugt Battletoads für den Game Boy also heute noch? Man kann das Spiel auf jeden Fall heute noch gut spielen und ich hatte beim Zocken meinen Spaß dran. Klar, der Schwierigkeitsgrad ist teilweise recht knackig, aber das ist man von der Serie ja auch gewohnt und es hätte auch wirklich schlimmer sein können. Ich finde es sehr schön, wie viel Abwechslung da reingebracht wurde und so wird das Ganze auch nicht so schnell öde. Zusammengefasst mag es zwar bessere Spiele geben, aber man kann hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Das war der Test zu Battletoads für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.